Und da sind wir wieder zurück mit Mass Effect 2. Immer noch auf der Suche nach Jack. Und, ja, okay. Entlassungsstelle. Müssen wir da so da hinten vielleicht mal gucken, ob es da was gibt? Der steht hier nur rum. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Auf der rechten Seite. Okay, wir müssen doch nicht durch den Supermax-Flügel. Des Kryo-Auftauens ist Jack eingefroren. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Mein geschultes Shooter-Auge nimmt hier Deckung wahr. Das ist so interessant angeordnet, oder? Mhm. Findet ihr auch? Gut, danke. Und weiter geht's. Tut mir leid, Shepard, aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Seht ihr, ich wusste noch, dass das passiert, ich wusste nur nicht mehr wann. Verhandeln. Nein, an der Dienst einer Galaxie. Da reden Sie von Ihren edlen Absichten mit diesem Gefängnis. Und dann entpuppen Sie sich als Verbrecher wie alle anderen. Systeme aktivieren. Ja, klar. Bereit machen! Und deswegen wolltet ihr auch unsere Waffen. Was, Abtrünniger? Was war denn daran bitte abtrünnig? Das muss wehtun. Ah, wegen den Schilden kann ich momentan keine Biotik-Sachen drauf anwenden. Aber jetzt. Da kommt ein Hundi, ich sehe es genau. Ja, Hundi, komm. Das glaubst du aber, dass Shepard frei rumläuft. Komm hier rüber. Wir müssen weg aus der Kühe rausholen. Augen nach vorne. Das glaubst du aber, dass Shepard hier frei rumläuft. Wie jetzt? Wieso explodierst du an mir dran? Glaub ich ja nicht. Wer eine Waffe auf mich richtet, der stirbt. Shepard, wenn Sie sich in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Hätte sie eigentlich verdient. Es ist der einzige Weg, Jack aus der Kryo rauszuholen. Ich mach schon. Bereithalten. Jack? Ja, und das wäre eigentlich der Aha-Effekt, wenn der deutsche Questtitel nicht alles spoilern würde. Wir müssen da runter. Ja. Das ist Jack. Und das ist raffiniertes Element Zero. Das nehmen wir direkt auch noch mit. Warnung.
Warnung. Was zum Teufel war das? Jack wahrscheinlich. Das war Jack. Das nehme ich mit. Das nehmen wir mit, definitiv. Jack macht sich einfach eigene Türen. Ordnung wiederherstellen. Tödliche Methoden genehmigt. Aber nicht Jack umlegen. Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden. Oh. Sag mal. Feuer! Was? Feuer? Von wo? Das Mädchen ist stark, aber es mangelt ihr an Finesse. Hab sie entdeckt! Gute Reise! An alle Gefangenen! Gehen Sie zurück in Ihre Zellen! Sonst öffne ich sämtliche Luftschleusen auf diesem Schiff! Dafür sind die Gefangenen dir doch viel zu wertvoll, Junge. Haben wir nicht jemanden, der so Schilde überlasten kann oder so? Nee. Da bräuchte ich mal noch einen, glaube ich. Okay, jetzt die Panzerung. Jetzt kann ich hier hoch. Und ich glaube, ich sollte ja mal auf dieses schwere Geschütz umsteigen. Gut. Es wird explodieren! Es ist schon explodiert, aber dankeschön. Es wird explodieren. Oh nein. So, ich hätte hier gern Muni. Hat irgendwer von euch hier Muni liegen lassen? Dieser Rotschimmer macht es irgendwie ein bisschen unübersichtlich, was hier jetzt... Der Direktor hat den Bereich hinter Ihnen abgeriegelt. Sie brauchen... Warnung. Kraftwerkschaden führt zu Überlastung. Kernsystemausfall steht unmittelbar bevor. Was brauche ich? Mir wollte gerade irgendwer irgendwas sagen, aber ja. Das zeigt doch, was für Typen diese Gefangenen sind. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was hier geschieht, aber es ist zum Besten der Galaxie. Diese Wache hat Irre von Unschuldigen ferngehalten. Wir hacken erstmal hier ein bisschen, ne? Das da. Das da. Da, 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 da. Ja, da ist es schon. Ich dachte jetzt gerade, warum kommt denn das Segment nicht? Credits. Ich hätte lieber Muni gehabt. Aber gut. Weiter geht's. Auf der Jagd nach Jack. Abriegeln der Blöcke 4, 7 und 8. Gehe in Deckung. Ist das schon, oder wie? Ah ne, da unten ist noch einer. Hab sie erwischt! Toll, Jacob! Du bist auch ein Nahkämpfer, oder wie? Hülle beschädigt. Sektoren 12, 14 und 30. Keine Überlebenden. Schön. Doch, doch. Feindbeschuss! Von wo? Geht mal wieder hier hinter. Nur rüber! Meinst du, du kannst mir in die Flanke fallen, ja? Das müsste sie ausbremsen. Wo sind eigentlich meine beiden Pfeifen? Guten Tag, könnt ihr mal was machen? Schießen und so? Und mir nicht dann... Oh Mann. Dann, wenn ich schießen will, latscht er mir vor die Nase. Die ganze Zeit steht er hier rum und dreht Däumchen. Nehme Deckung! Stimmt! Bin dabei! Komme!
Ich dachte, man kann. Kann man hier nicht auch mit V Nahkampfangriffe machen? Spiel? What the fuck? Da kommt Ärger! Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Ja, kommt wirklich. Das wird ein harter Treffer. Das war gerade sehr komisch, habt ihr das gesehen? Immer diese Max hier. Nicht mich beschossen. Ja, geil. Der hat doch eigentlich gar nicht mich beschossen. Zumindest sah es nicht so aus, als würde der auf mich schießen. Ja, toll. Mal gucken, wo ich jetzt anfangen darf. Oh, Spiel. Die Mechs sind halt echt bitter, solange man noch nicht wirklich jemanden im Team hat, der direkt die Panzerung und die Schilde entfernen kann. Ja, gut, es geht. Das werde ich jetzt, denke ich, nicht. Das werde ich jetzt, denke ich, nicht rausschneiden. Das bleibt jetzt drin. Das müsste sie ausbremsen. Einer weniger. Perfekt. Einer weniger. Diesmal hat irgendwie hier keiner Muni gedroppt, ne? 14 und 30. Keine Überlebenden. So muss es sein! Dass die immer erstmal hinlegen und dann wieder aufstehen, die Schweine. Das verwirrt mich total. Wenn ihr tot seid, legt ihr euch hin und wenn ihr nicht tot seid, bleibt ihr bitte stehen. Kommt ihr? Wenn ihr meint, ich renne da offen rein, habt ihr euch geschnitten. Kommt immer schön ran. Zielschießen aus der Luft. Motivation war nicht in Deckung und plötzlich war er doch in Deckung, oder wie? Hier, eine Zeit. Na komm, ihr habt den Mech, ja? Gut. Dann kann ich hier wieder zurück auf die Handkanone. Warum sagt ihr mir das immer erst, wenn es schon explodiert ist, Freunde? Macht voll keinen Sinn. Du und du. Von ihm oder von mir? Puh.
War es das jetzt? Finden Sie Jack! Höchster Alarm! Finden Sie Jack! Höchster Alarm! Finden Sie Jack! Du solltest dich mal lieber um uns sorgen. Ich glaube, Jack ist das kleinere Problem hier gerade. Ich muss gerade mal ganz kurz die Munition hier einsammeln. Da hinten liegt noch was. Das snack ich auch noch kurz. Diese dezenten Schreie im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man die auf der Aufnahme auch hört, aber ich höre sie. Das klingt eher so, als würden Frauen und Kinder schreien und nicht harte Gefangene. Könnte auch mechanisches oder elektrisches Surren sein, aber ja, keine Ahnung. Ein Wandsafe. Die Welt geht hier unter und ich knack erstmal ein Safe. Okay. Nee. Mano. Kann ich es nicht nochmal probieren? Oh Mann, ich war mir so sicher. Ich wusste nicht mal, dass ich bei Safe so einen Versuch habe. Ich dachte, habe ich auch drei. Sie sind wertvoll, Shepard. Wenn ich sie verkauft hätte, könnte ich leben wie ein König. Aber sie machen zu viel Ärger. Wenigstens kann ich Jack wieder einfangen. Nein. Das glaube ich kaum. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit. Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Mhm. Ich gehe rein. Ah, okay, das war das, ja. Feinde rechts von uns! Da war ja was. Ich muss erstmal hier das Schild runternehmen. Und unten bleiben. Das Schild runterholen und dann. Ja. Was? Wie kommt der da hin? Das glaube ich ja nicht. Wie ist der da plötzlich hingekommen? Der stand plötzlich einfach neben mir. So eine Sau. Und was machen denn bitte meine Pfeifen schon wieder. Die sind eingestellt auf Folgen. Ich renne nach links, die bleiben stehen. Ich renne nach rechts, die bleiben stehen. Das ist irgendwie... Wo habt ihr Folgen gelernt? Das ist nicht Folgen, Freunde. Ich würde sie verstehen, wenn da noch Gegner wären, aber das sind ja auch keine Gegner mehr. Stelle ich mich viel blöder an als gerade eben. Brauche viel mehr Muni. Ich gehe unter schweren Beschuss. So, jetzt seid ihr da gerade unterwegs. Kann ich da jetzt hingehen oder meint ihr? Nicht, ne? Nö, es ist klar. Ich bleib da unten. Nee, jetzt rennt ihr schon wieder da außen rum! Sag mal! Wie soll man denn da hochkommen, wenn da keine passende Deckung ist? Wenn der wenigstens da stehen bleibt. Aber nein, die KI ist da intelligent genug, um zu sagen, da ist keine Deckung von rechts, da renne ich rechts rum. Aber meine KI ist zu blöd, um mal bei mir zu bleiben. Was soll das? So, letzter Versuch. Wenn es diesmal nichts wird, dann machen wir das nächste Video. Kein Bock hier auf den Scheiß.
Ich hab doch echt keinen Bock hier auf den Scheiß. Und unten. Was? Und unten. Betäubungsschuss bereit. Du sollst ja nicht mit Betäubungsschüssen schießen, sondern mit echter Muni. Bleib jetzt einfach mal hier und guck mal, was passiert. Schick euch jetzt halt mal manuell dahin. Guck mal, was ihr macht. So, los, bewegt euch. Bleibt ihr jetzt da oder bewegt ihr euch da auch wieder weg? Positioniere mich. Komm hier rüber. Ach, wir müssen dich fallen. Gehe jetzt runter. Ich bin dabei. Ich freue mich echt nicht drauf, klar, die Idioten. Die machen mich fertig! Ja, dann geh doch in Deckung! Es geht und unten bleiben! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll! Die machen mich fertig! Nein, du stehst mitten auf dem Schlachtfeld! Oh, Mann. Das müsste sie ausbremsen. Würde ich hier gnädigerweise irgendwo Muni rumliegen? Ah, danke. Oh, wieso kommen denn die jetzt von da? Ich zünde sie an. Sie haben ihre Schilde verloren. Konzentriere auf Feuer. Hinter uns. Ja, wie soll ich denn jetzt? Wie soll ich denn jetzt in Deckung gehen, wenn sie von vorne und von hinten kommen? Wisst ihr was? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.